Herr Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, die Pandemie stellt unsere Demokratie auf eine harte Probe und zugleich ist es die Brennglas für Probleme und Schwächen in unserem Lande. Ich will heute in Anlehnung an unseren Bundespräsidenten darüber sprechen, wie unsere Demokratie sich bislang im Kampf gegen das Virus schlägt, wie sie die Einschränkung von Freiheitsrechten verkraftet und vor welchen Herausforderungen sie steht. Wie sieht Hamburg denn heute im Teil Lockdown aus? Belebte Orte, die plötzlich menschenleer sind? Absperrbänder an Plätzen, Parlamente mit viel Platz zwischen den Stühlen oder wie hier Abgeordnete eingefercht in Glaskästen. Es steigt die Zahl der Depressionen laut Studie der Stiftung der Deutschen Depressionenhilfe in Leipzig. Das sind Bilder einer Krise, die sich einprägen werden. Unsere Gesellschaft über Jahre, vielleicht Generationen prägen werden. Die zeitweiligen Einschränkungen unserer Bewegungs- und Versammlungsfreiheit Anfang des Jahres waren begründet. Und eine große Mehrheit der Bevölkerung befürwortete sich auch, um Gesundheit und Leben der Risikogruppen zu schützen. Und wir von der AfD haben die Maßnahmen schließlich auch mitgetragen. Doch der Unmut der Bevölkerung wird größer, denn die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, dass der öffentliche Raum für unsere Demokratie lebenswichtig ist. Ohne einen physischen Raum für Treffen, für Organisation, für Meinungsaustausch bleibt unser verfassungsmäßiges Recht der Versammlungsfreiheit nur eine Farce. Um es mit Herrn Steinmeier zu sagen, Demokratie braucht Orte, die allen offen sind, an denen wir uns frei bewegen, begegnen und gleichberechtigt austauschen können. Sie braucht Orte, an denen die Hoffnung, Ängste, Konflikte unserer vielfältigen Gesellschaft sichtbar werden, an denen auch Unmut und Protest geäußert werden kann, jedenfalls so lange, dass friedlich geschieht und das Gewaltmonopol des Staates respektiert wird. Die Welt nach der Krise, wie sie aussehen wird, das ist offen. Wie sie werden soll, darüber müssen wir in der Demokratie streiten und entscheiden, unter der Bedingung von Gleichheit und Freiheit. Dieses Zitat stammt aus dem Juni dieses Jahres und damals richtig und ist auch heute noch richtig. Geben wir den Bürgern die Orte, an denen wir uns sehen, an denen wir miteinander sprechen, streiten und so Demokratie leben, wieder zurück. Geben Sie unsere Demokratie zurück. Und mehr Eigenverantwortung und Gebote statt Verbote. Vielen Dank.